Einen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freunde des Lesens und der Bücher. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen der Autorin Gabriele von Arnim. Herzlich willkommen vor allen Dingen, Gabriele von Arnim. Dankeschön. Denn um Ihr Buch geht es heute Abend. Herzlich willkommen auch die beiden, die diesen wunderbaren Ort hier managen, nämlich die Buchhandlung Geistesblüten, in der wir zu Gast sind. Vielen Dank dafür und danke auch dem Rowohlt Verlag, der dieses Buch ermöglicht hat. Es heißt, das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Das Buch handelt von einem Abschied. Es ist der Abschied zwischen Ehemann und Ehefrau, ein schwieriger Abschied. Der Abschied von einem Mann, der einen Schlaganfall erlitt, nein, zwei Schlaganfälle, und der dann eine 10 Jahre lange Passionsgeschichte ertragen musste, gefesselt an den Rollstuhl. Das ist die Geschichte von seiner Frau Gabriele von Arnim, die ihn in all dieser Zeit begleitet und betreut hat. Es ist also kein leichtes Buch, es ist ein Buch über Zumutungen, Zumutungen des Schicksals, aber auch Zumutungen, die sich zwei Menschen unfreiwillig antun, die sie, wenn sie Glück haben und es gelingt, in diesem Buch auf sehr anrührende Weise auch überwinden. Es handelt von Nähe und Entfremdung, von Wut und Zärtlichkeit, von Verzweiflung und Hoffnung, von Grenzüberschreitung und Scham, von Leiden, Sterben, Trauern, von Themen, die wir eigentlich lieber nicht so gerne behandeln, die wir uns gerne vom Leibe halten, was eigentlich absurd ist, denn mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger schmerzlich, mehr oder weniger lange, mehr oder weniger dramatisch ereilt uns natürlich alle irgendwann mal die Begegnung mit Krankheit, Leiden und Tod. Und das Tolle ist, dass dieses Buch zugleich keines ist, das den Leser verstört und erschüttert zurücklässt. Im Gegenteil, es ist ein Buch, das Trost spendet, das ganz neue Räume öffnet für neue Erfahrungen, neue Gespräche, neue Offenheit, für sogar Freiheit. Denn Gabriele von Arnim erzählt auch, wie sie und ihr Mann in dem gemeinsamen Schlaganfallgefängnis das Leben ganz neu zum Erblühen bringen, sie neue Zärtlichkeit finden, Respekt, Freundschaft, Gemeinschaft und allumfassend würde man sagen Liebe. Es ist außerdem großartig erzählt, keine Betroffenheitslyrik, keine pathetische Anklage, kein Ratgebersound, sondern literarisch sehr ungewöhnlich, sehr vielseitig, drastisch und leise, radikal in vielerlei Hinsicht. Wir kommen darauf in dem Gespräch, auf das ich mich jetzt schon freue. Viele werden Gabriele von Arnim, die Autorin, kennen. Trotzdem ein paar Worte zu ihrer Biografie. Sie wurde geboren in Hamburg, hat dort und in Frankfurt Politik und Soziologie studiert und auch promoviert, hat dann viele Jahre lang gearbeitet als Journalistin, Literaturkritikerin in New York, München, Bonn, Berlin und eigentlich überhaupt der ganzen großen weiten Welt, sowohl physisch als auch vor allen Dingen geistig und intellektuell, weil sie einfach in der Welt der Bücher zu Hause ist und das heißt in der Welt. Bekannt wurde sie unter anderem durch die Sendung Wortwechsel im Südwestfunk, eine Gesprächsreihe, und durch ihre Teilnahme im Literaturclub des Schweizer Fernsehens. Außerdem, und das ist auch sehr wichtig zu sagen, engagiert sich Gabriele für Menschenrechte und Demokratie in ganz vielen Zusammenhängen, die ich jetzt nicht alle aufzähle, weil dann ist die Zeit zu schnell um. Ich glaube, ich habe jetzt schon Gabriele gesagt und nicht mehr von Arnim, weil an dieser Stelle auch vielleicht gesagt werden sollte, dass wir beide uns gut kennen, schon lange kennen. Ich habe auch überlegt, ob wir uns siezen, aus professionalisierungstechnischen Gründen. Damit das aber wahrscheinlich sowieso nicht gelingt, bleibe ich beim Du und sage Gabriele, vielleicht rutscht es uns ab und zu auch mal anders raus. Ich sieze automatisch, wenn ich sozusagen auf der Bühne sitze. Insofern wollen wir mal gucken, was passiert. Die Wahrheit ist auf dem Tisch, transparent sind wir. Und damit will ich jetzt eigentlich auch gar nichts mehr sagen, denn ich finde immer, Bücher stellen sich am besten selber vor, beziehungsweise ihre Autorinnen stellen die Bücher vor und deswegen gleich die Bitte
uns ein Stück Text aus dem Buch vorzulesen. Ich glaube, du wirst mit dem Beginn beginnen, also mit dem Prolog. Er weiß alles und kann es glänzend wie eh und je formulieren. Nur versteht ihn kaum jemand. Nicht sein Sprach, sondern das Artikulationszentrum ist getroffen. Er findet die richtigen Worte, aber sie klingen wie geplatzte Knallerbsen. Und dann liegen die Sätze herum und man muss versuchen, sie aufzusammeln, sie zu entziffern, um ihm endlich antworten zu können. So sehnsüchtig wartet er auf Antworten. So sehr sucht er, braucht er ein Gespräch. Er ist doch nach wie vor ein Mensch. Ein Mensch, der schnell denken, aber nicht verständlich sprechen und nicht gehen, nicht lesen und nicht schreiben kann. Gefangen, zerstört, eingesperrt, 10 Jahre lang. In seiner frühen Jugend war er Hochleistungssportler gewesen und hatte sogar einmal gegen den 16-maligen deutschen Meister im Hürdenlauf Martin Lauer gewonnen. Er liebte es, das zu erzählen. Allerdings grinste er dann mitten in der Geschichte, müsse er zugeben, dass Lauer mit eingegipstem Arm gelaufen sei. Er war immer noch sportlich, als es geschah. Spielte leidenschaftlich Tennis, fuhr Fahrrad, brauchte Bewegung. Aber nach dem ersten Schlaganfall, einem blutigen, bleibt er halbseitig gelähmt und kann nie wieder gehen. Nach dem zweiten, einem Infarkt im Kleinhirn, kann er, der privat wie beruflich so ein glänzender Redner war, nie wieder so sprechen, dass andere gleich enträtseln können, was er sagt. Man braucht Fantasie, Übung und Empathie, um seine Silben zu Worten zusammenzusetzen, Sätze herauszuhören. Muss geduldig wie eine Mutter mit ihrem garksenden Kleinkind die Ohren spitzen, um Sinn zu finden in dem, was aus seinem Mund kommt. Ich verstehe alles, sagt er oft. Ich bin nicht debil. Wenn er das Zögern der Menschen bemerkt, die hilflos seinem scheinbaren Gebrabbel lauschen. Debil ist er keineswegs. Sein lästernder, schneller Verstand ist geblieben, aber eingekerkert in seinem Körper, weil sein Reden für andere kaum zu verstehen und für ihn kaum zu ertragen ist. Es ist nicht seine Stimme, die da spricht. Der sonore Kammerton, in den ich mich einst verliebt hatte, dieses tiefe, rau, erotisch, lockende Timbre, mit dem er mich alle paar Stunden aus vielen Telefonzellen der Stadt anrief, in der wir uns auf einem Abendessen kennengelernt hatten. Dieser Stimme war ich von New York nach Washington nachgereist, um mir den Mann, der dazugehörte, noch einmal genauer anzusehen. Jetzt ist es ein leicht atemlos krächzendes Gewürge, ein heiseres Raspeln. Die Worte müssen einer trägen Zunge, einem halbgelähmten Gaumenzäpfchen abgerungen werden. Er hasst seine Stimme. Das Reden quält ihn. Und er hat doch immer so gern und überall gesprochen. Jetzt schleudert er jedes Wort wie ein Wurfgeschoss mit der Kraft des ganzen Körpers in die Luft. Wie hält man das aus? Wie hält man so ein Leben aus? Indem man alles hört, alles begreift, alles reflektiert und doch fast ohne Gegenüber bleibt, im Abseits sitzt, nicht dazugehört, weil kaum einer die Geduld und die Fähigkeit hat, die Sorgfalt, um zu verstehen, was man sagt. Wie überfüllt ist es in einem Kopf, in den alles hineingesteckt wird und kaum etwas nach außen dringen kann, der immer nur konsumiert. Sein Beruf war die Mitteilung gewesen, sein Fluch nach den Schlaganfällen war das Verstummen. Wie geht es einem, wenn alles eng wird, der Körper zum Gefängnis, aus dem man nicht fliehen kann, und wenn die Gedanken fast nur noch gut sind zur Selbstunterhaltung? Wie kann man ertragen, wenn das, was in einem lebt, fast nur noch im Kopf stattfindet? Wie hält man diese Verlassenheit aus? Abgewiesen vom Leben, in dem man doch noch ist, vorhanden und verschwunden zugleich, weil man mitten im Leben wegzusterben beginnt. Bisher war eines meiner Urbilder der Einsamkeit der Mann, der mit den Fliegen spricht, den der amerikanische Schriftsteller John Cheever in seinem Roman Der Wapshot-Skandal beschreibt. Der Mann ist Bote einer chemischen Reinigung und lebt allein, triest, verlassen. Abends ist er froh, wenn er Fliegen in seiner Küche hat, die er nicht verscheucht, weil er ihre Gesellschaft braucht. Wir sind ganz allein, sagt er. Ihr seht gut aus, Fliegen. Und isst nach diesem Kompliment schweigend sein Abendbrot zu Ende. Jetzt denke ich an ihn, wenn ich Einsamkeit denke. Er hatte Besuch, er hatte eine hingebungsvolle und witzige Pflegerin, die ihn alsbald gut verstand. Er hatte mich. Aber er konnte nie mehr mit Freunden oder gar öffentlich palavern, keine Witze erzählen, nicht diskutieren und hatte doch genau davon, vom Reden, Kommentieren, Disputieren immer gelebt. Er konnte ja nicht einmal fliehen in die körperliche Anstrengung.
Nicht laufen im Park, nicht dem Ball hinterherjagen auf dem Tennisplatz, nicht aufs Rad. Er konnte nicht fliehen in ein Buch. Er konnte nicht lesen. Er brauchte ständige Aufmerksamkeit, Pflege, Therapien. Er musste gewaschen und gesalbt, an- und ausgezogen, in den Rollstuhl gesetzt und unterhalten werden. Er war ausgeliefert, hatte keine Privatsphäre mehr. Der Mensch lebt auch von dem, was er für sich behält, in dem Raum, der nur ihm gehört. Immer wieder wurden Grenzen überschritten, von Ärzten, Pflegern, Therapeuten, von mir. 10 Jahre lang sah ich seine Verzweiflung, seine zunehmende Einsamkeit, die Resignation. Schau mich doch an, hat er gerufen. Geschrien hat er es. Schau mich doch an. Dieses Gesicht, die Stimme, der Körper, das bin doch nicht ich. Manche seiner Freunde haben geweint, als sie ihn, diesen anderen, diesen zerbrochenen Mann zum ersten Mal sahen. Ich war zornig. Wie konnten sie ihm ihre Tränen antun? Andere wollten sich das ersparen und blieben weg. Eine Hand war gelähmt und die andere wackelte, trudelte wie ein angeschossenes Flugzeug über jeden Buchstaben. Er konnte noch immer schnell denken. Und er trug es nicht, langsam zu schreiben, für jeden Buchstaben fast 1 Minute auf der Tastatur zu brauchen. Wohin mit den Gedanken, die immer nur im eigenen Kopf herumfliegen? Wohin mit diesem Gefühl, ausgeliefert zu sein? Wohin ist er entflohen? Ein gefällter Mann, ein Bär ohne Bildnis. Manchmal dachte ich, er müsse bersten mit all der Kraft, die sich aufgestaut hatte in ihm, mit all dem Wissen und Witz, mit all der Wut und Zärtlichkeit müsse er zerspringen wie ein Glas im Eis. Mit all der Einsamkeit, wenn ihn wieder keiner verstand, der Not, mit so vielen Gedanken in sich bleiben zu müssen. Oder bei mir. Er hat gebuhlt um mich und mich verjagt, hat mich mit Leidenschaft geliebt und mit glühendem Zorn attackiert. Immer wieder, ich wiederhole mich, ich weiß, aber es drängt mich, mich immer noch einmal zu befragen, noch einmal zu versuchen, mir vorzustellen, wie es sich angefühlt haben könnte in ihm. Ich glaube, es war Esther Kinski, die einmal gesagt hat, wenn man übersetze, müsse man sich bis zur Erschöpfung in den Text vertiefen, bis man in eine Trance gerate und dann in dem anderen sei und nicht mehr in sich selbst. Ich bin feige gewesen, bin es bis heute. Gehe den Weg nicht bis zum Ende, sondern renne davon, wie ich immer wieder davon gerannt bin, zurück zu mir in meinen Zustand. Ich konnte sprechen, gehen, schreiben, lesen. Was für eine Gnade. Und doch bin ich fast zerbrochen an dem, was man gemeinhin Schicksal nennt. Ein Wort, das ich nie besonders mochte. Es schien mir zu aufgeladen, zu dramatisch, zu göttergläubig, zu beliebig. Aber auf einmal bekam es einen anderen Klang, da die mythische Unentrinnbarkeit gewöhnliche Wirklichkeit wurde, da der Zumutung nur mit Demut zu begegnen war und mit Fantasie, da dem großen Fatum nur kleine Handlungsspielräume abzuringen waren, die es zu gestalten galt. Was ist Schicksal, was ist selbstbestimmtes Leben, hat einmal einer einen weisen Guru gefragt. Stell dich auf ein Bein, hat der geantwortet, und nun ziehe das andere hoch. Es war schwer genug, auf einem Bein zu stehen. Als er stirbt, schreibt mir ein Handwerker, der ihn oft gesehen hat, ich habe vom Tod ihres Mannes gehört. Das müssen wir ihm jetzt gönnen. Ja, der Tod als eigentlich Erlösung. Der Tod spielt in einem eigenen Kapitel eine Rolle, das sei nur nebenbei erwähnt, ein Kapitel, das sehr interessant ist, weil es die unterschiedlichen kulturellen Annäherungen auch an den Tod beschreibt und ein Thema, das auch sehr umfänglich in einem eigenen Kapitel beschrieben wird, ist das Thema, das auch für mich in diesem Prolog steckt, nämlich das Thema Würde. Also du erzählst von einem Menschen, der eigentlich entwürdigt wird durch das Schicksal. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie sich für dich der Begriff Würde in dieser Zeit des gemeinsamen einander trotz allem verstehen wollens, wie sich der für dich verändert und gefüllt hat. Der Begriff ist überhaupt erst richtig aufgetaucht in der Zeit, in der ich merkte, wie unglaublich schwierig es ist, für einen ehemals berstenden Menschen in totale Abhängigkeit zu geraten
Und zwar in körperliche, totale Abhängigkeit. Das heißt, ich habe es ja auch hier gesagt, also er muss gesalbt und gewaschen und es musste alles mit ihm gemacht werden, weil er nichts alleine machen konnte. Wir mussten ihm den Hintern abputzen, wir mussten ihn, wenn er irgendwelche Stellen hat, mussten die betupft und geföhnt und ich weiß nicht, was gemacht werden. Und er hat nie sein eigenes Wesen verloren. Er hat nie, und dann bin ich eigentlich irgendwann auf den Begriff der Würde gekommen und habe gedacht, wie schafft er es nur, in Würde diese Krankheit zu leben? Wie schafft er es, nicht nur zu wüten oder nicht nur zu verzweifeln oder nicht nur zu hadern, nicht, hat er auch alles gemacht, aber nicht nur bitter zu werden oder in so in ein Kokon zu gehen, was er auch nie gemacht hat. Sondern er hat diese Krankheit, ist er auch offensiv angegangen. Und Würde ist ja vielfach interpretierbar, aber für mich hat sie nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen in diesen Jahren. Weil ich dachte, Würde hat natürlich viel mit Respekt zu tun, hat damit zu tun, wie man einem Kranken dann auch begegnet. Und auch das muss man lernen, weil ich finde, dass man leicht jemanden, der so abhängig ist, dann auch überrumpelt mit seinem eigenen Wollen und seinen eigenen Entscheidungen. Und das musste ich sehr lernen, nicht zu tun. Das ist mir nicht leicht gefallen. Und das hat aber auch damit zu tun, wie gesagt, den Respekt zu bewahren und seine Würde nicht anzutasten, aber auch die eigene Würde zu bewahren. Es geht ja beidseitig. Also, und das war so ein langer Lernprozess und nachträglich unglaublich schöner Lernprozess. Einer, der noch zwei zusätzliche Barrieren hatte, das eine ist die Barriere, von der gerade auch die Rede war, nämlich, dass man nicht mehr sprechen kann miteinander. Das andere ist die Barriere, dass eigentlich die Beziehung gerade an einem Punkt war, also kurz vor der Trennung war, als es passierte. Es kommt dann der Anruf und dann muss man ins Krankenhaus und dann ist auf einmal das ganze Leben in 1000 Stücke zerrissen. Aber es war auch vorher schon eigentlich ein Einschnitt. Wie überwindet man zwei solche Hürden, wenn man ohnehin schon eigentlich springen muss? Also zum Reden, ich konnte ihn ja ganz gut verstehen. Manchmal dauerte es ein bisschen, bis ich entziffert habe, was er sagen wollte. Aber das habe ich natürlich auch immer besser gelernt. Das ging ganz gut. Insofern konnten wir also keine großen Unterhaltungen führen, aber wir konnten auf so elementare und schlichte Art und Weise miteinander reden, was aber nicht heißt, dass der Inhalt immer schlicht war, weil er hat auf eine Art und Weise gelernt, mit kurzen Worten auf Fragen zu antworten oder Themen zu besprechen oder sowas. Das war ganz fantastisch. Das Zweite ist ja, wie schafft man das, wenn man mittags einem Mann sagt, ich kann nicht mehr mit dir leben und abends kommt der Anruf. Und mich fragen immer Leute und sagen, das kann doch nicht sein. Und dann sage ich immer, doch, es kann eben doch sein, weil wenn man jemandem sagt, man kann nicht mehr mit ihm leben, verliert man ja nicht die in Jahrzehnten aufgebaute tiefe Verbundenheit. Die ist zwar verschütt gegangen bis zum gewissen Grade, aber die wird sehr schnell erstaunlicherweise wiederbelebt. Und die war bei uns sehr groß, das ist gar keine Frage, trotz aller Schwierigkeiten, die wir miteinander hatten. Und es ist dann eigentlich nur noch der Wunsch, diesem Mann zu helfen. Es ist nur noch der Wunsch da, er möge leben. Und interessanterweise war bei mir auch die Idee, vielleicht ist das die zweite Chance, vielleicht haben wir jetzt nochmal irgendwie die Möglichkeit, auf andere Art und Weise zusammenzuleben? Ich habe natürlich nicht geahnt, ich habe lange auch nicht wissen wollen, wie schwierig die ganze Geschichte wird. Und ich habe lange nicht begriffen, also wie versehrt er bleiben wird, es nicht begreifen wollen. Und es ist, ich beschreibe das ja dann ja auch in späteren Kapiteln im Buch, es gibt einen Satz in meinem Tagebuch, der heißt, Liebe muss sein. Und ich glaube tatsächlich, dass man eine Verbindung unter diesen Umständen nur mit Liebe aufrechterhalten kann. Denn die Vorstellung, dass dieser, wie gesagt, Berserker nun von mir abhängig da sitzt und sagt, diese Frau, die jetzt alles für mich macht, stell dir mal vor, die liebst du nicht, das ist ja gar nicht auszuhalten. Also für ihn war es nötig.
Und für mich auch, weil natürlich, also kümmert man sich liebevoller, kümmert man sich zärtlicher und kümmert man sich lieber, wenn das mit Innigkeit geschieht. Und das ist mir nicht immer, das ist mir nicht immer gelungen. Also ich will jetzt hier keine Idylle malen, auf keinen Fall. Es hat Mord und Zeta, oder wie heißt das? Zeta Mordio. Zeta Mordio gegeben, Mord nicht, aber Zeta Mordio. Und wir haben uns, das war toll, weil wir konnten uns schon früher sehr, sehr gut zanken. Und gezankt haben wir uns auch. Und dann konnte er übrigens sehr gut sprechen beim Zanken. Das Liebe muss sein, sagt ja aber gleichzeitig auch, es ist eine Entscheidung. Ne? Es ist auch eine Entscheidung, ob man die Chance zulässt. Und ich finde, das wird sehr deutlich in dem Buch, wie es dann doch tatsächlich zusammenwächst nach der Entscheidung und wie aus der Entscheidung Gefühle erwachsen können. Ich finde, das ist auch etwas, was man sogar über diese unmittelbare, konkrete Erfahrung hinaus mitnehmen kann aus dem Buch, wie überhaupt so vieles an einfach Lebensklugheit darin steckt. Es klingt immer merkwürdig, wenn man sagt, Liebe muss sein und Liebe ist eine Entscheidung, aber ich glaube, dass es tatsächlich so gewesen ist. Also ich weiß auch damals, als mir plötzlich irgendwie diese Idee kam und als ich das schrieb, Liebe muss sein, habe ich gedacht, das klingt jetzt irgendwie komisch. Und es ist genau, wie du gesagt hast, es ist, diese Entscheidung hat sich irgendwann verselbstständigt und hat eine eigene Lebendigkeit bekommen und ist dann tatsächlich also eingegangen in, ja, in tatsächliche Gefühle und in tatsächlich das, was wir vorher eigentlich gar nicht mehr hatten, eine Innigkeit. Das ist natürlich eine ganz andere Liebe als zu früheren Zeiten. Aber es ist eine Innigkeit entstanden in allem Zorn und in aller Wut. Ich muss das immer wieder betonen, weil ich möchte, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, irgendwo auch geschrieben, gesagt, er war nicht das Schaf und ich die liebliche Hirtin, also wahrlich nicht. Du hast gerade schon beschrieben, man rückt sich verdammt nah auf die Pelle in dem, was andere Leute Pflege nennen. Also das Waschen, das Füttern, das Wiederwaschen, das Helfen beim Aufstehen, das Helfen beim Zu-Bett-Gehen von morgens bis abends, 24 Stunden. In deinem Buch, wenn ich mich nicht täusche, kommt das Wort Pflege nicht vor. Naja, ich wollte ja kein Pflegebuch schreiben. Ich wollte kein Buch schreiben, weil ich bin keine Pflegeexpertin und ich war auch nicht 24 Stunden in der Pflege tätig, weil wir hatten ja das ungeheure Glück und Privileg, genug Geld zu haben, eine Pflegerin, die häufig da war, zu engagieren und immer wieder noch Hilfskräfte dazu zu holen. Und insofern finde ich nicht, dass ich jetzt über Pflege reden sollte. Natürlich habe ich ihn auch gepflegt. Aber das war auch nicht das Entscheidende für mich bei diesem Buch. Das Entscheidende war, die Situation zu beschreiben. Das Entscheidende ist, was passiert mit einem Paar in einer solchen Situation? Das fand ich nur interessanter als die Pflege, die ich auch wichtig finde, weil ich finde, Krankheit hat ja auch was sehr Krudes und ich wollte kein Tralala-Buch über Krankheit schreiben. Und die kruden Einzelheiten von Krankheit, die müssen natürlich mitgeschrieben und miterzählt werden, auch damit man vor sich selber glaubwürdig bleibt. Es hat ja sogar was Tabubrechendes, was insofern auch Befreiendes, wie konkret, wie zum Teil wirklich auch hart. Du SB schreibst, an irgendeiner Stelle sagst du, ich wollte in aller Diskretion die Hosen runterlassen. Das heißt, du bist zwar diskret, aber du sagst wirklich alles, sehr radikal. Das wirft aber trotzdem die Frage nach der Diskretion auf, wenn man so einen Text schreibt, vor allem wenn man sie auch über jemanden schreibt, der nicht mehr da ist. Wie hast du diese Verantwortung wahrgenommen, über deinen Mann solche konkreten Alltags-, ich nenne es jetzt mal Provokationen, physische Provokationen auch so ausführlich zu schildern. Wo wusstest du, das würde er gut finden, das würde er akzeptieren, das nicht mehr? Also erstens glaube ich komischerweise, und das bestätigen mir auch viele, die es gelesen haben, das Buch ist nicht indiskret, merkwürdigerweise, obwohl ich vieles natürlich sehr direkt beschreibe und sehr offensiv auch beschreibe und ganz bewusst auch. Und auf die Frage zu antworten, wie er darauf reagiert hätte, also ich glaube, er hätte dazwischen gegrätscht, wenn er es nicht gewollt hätte. Das hätte ich irgendwie gemerkt. Also es gab einen inneren Dialog. Es gab eindeutig eine Verbindung zu ihm. Und wie gesagt, wenn ich da irgendwas geschrieben hätte, ich hätte, glaube ich, also das habe ich auch ganz bewusst versucht, nichts zu schreiben, was ihn irgendwie diskreditieren könnte.
Und das ist, glaube ich, auch, ist, glaube ich, gelungen. Also das war, ich wollte, und ich wollte auch nicht zum Voyeurismus einladen, das war mir auch wichtig. Ich wollte nicht indiskret sein, ich wollte ihn nicht diskreditieren, mich natürlich möglichst auch nicht, aber das ist mir ja nicht immer ganz gelungen. Wollte ich dann auch doch ehrlich genug bleiben. Und ich wollte, ja, wollte, dass irgendwie es ihm gerecht wird. Wir sind eigentlich schon genau an der Stelle, wo du nochmal eine Passage aus deinem Buch vorlesen wolltest, denn es geht um, wie es erzählen. Das genau. War ja schon eine der Fragen, wie man es erzählt. Also vielleicht liest du jetzt dort ein Stück weiter vor. Erzähl es, hast du gesagt, als wir uns vor Wochen das letzte Mal sahen und unter tief hängenden Wolkenkissen spazieren gingen am Lietzensee. Und seither frage ich mich, was ist es? Und erschrecke. Es scheint mir zu viel zu stecken in dem kleinen Wort, zwei Buchstaben nur, meist nicht einmal einen Zentimeter breit und wiegt doch nur ein paar Gramm. Ich sehe eine Feuerwerksrakete, die an Silvester mit einem glühenden Punkt in die Höhe schießt und als tausendfacher Sternenstaub zur Erde rieselt. Nur ist mein Es kein Glitzerstaub. Es ist ein Füllhorn an Kümmernis und Widrigkeiten. Wo soll ich denn da bitte hineingreifen und etwas herausziehen? Wie beim Yule Club? Und dann das Geschenk auspacken? Erzähl es, hast du gesagt. Erzähl es, wie es war und was es gemacht hat mit euch und was es gemacht hat mit dir. Wenn ich es erzählen soll, muss ich also auch mich erzählen. In aller Diskretion die Hosen runterlassen, mich zeigen. Denn du möchtest wissen, wie man lebt in Krisenzeiten, wer man wird, wen man entdeckt in sich, wo man Kraft und Geduld herholt, die man braucht und wo es hapert in einem, wo man versagt, wo man zerbricht und dringend Leim braucht, um sich wieder zusammenzusetzen. Welcher Leim klebt am besten? Die Krisen haben uns gejagt, wie Mücken es tun auf der Suche nach Blut. Immer wieder mussten wir dem Tod davonrennen. Findet man in solchen Zeiten noch die Ruhe, sich zu besinnen, sich zu bedenken, sich zu ändern, oder wird man besinnungslos? Wie existiert man im Haifischmaul des Lebens, das jeden Moment zuschnappen kann? Das soll ich dir erzählen. Wie geht man um mit der Angst der fiesen Gefährtin? Wie schafft man die Balance, in der Krankheit zu sein und im Leben zu bleiben? Wie verändert sich das Leben, wenn ein Berserker, der nur eines immer wollte, seine Unabhängigkeit, plötzlich komplett abhängig wird? Wie schmal ist der Grat zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit? Wann wird aus Zuwendung Herrschsucht? Wann enden Rettungsversuche in demütigender Herabwürdigung? Wann wird Aufopferung erbarmungslos? Wie liebt und hütet man einen Mann, der an dem Tag zusammenbricht, an dem man ihm gesagt hat, man könne nicht mehr leben? Mit ihm was tun, wenn das blöde Schicksal sich zweimal auf dieselben stürzt, wenn auch sie krank wird und es immer schwieriger wird, nicht zu hadern? Wie verändert sich das Verhältnis zu anderen Menschen? Wie lernt man sich nicht kränken zu lassen, wenn einige, die sich einst Freunde nannten, aus Angst vor Krankheit und Schwäche wegbleiben? Wie klaffen Wirklichkeit und Wahrnehmung in einem solchen Leben auseinander? Ich habe nun tatsächlich meine handgeschriebenen Tagebücher zusammengetragen und die über all die Jahre in den Laptop getippten Notate ausgedruckt. Hunderte von Seiten. Morgen bringe ich sie zum Binden. Mal sehen, wie lange sie mich dann anstarren werden, ohne dass ich hineinschaue. Wilhelm Genazzino hat einen seiner trüben Helden sagen lassen, ich litt unter innerer Bodenlosigkeit. Es, das war das Sehen und Nichtsehen, das Verstehen und Nichtverstehen, dessen, was da geschah. Die kleinste Hoffnung habe ich ergriffen, als sei sie ein Seil und kein Fädchen, und habe meine Kraft darauf vergeudet, das zu verdrängen, was offensichtlich war. Sollte er überleben, dann als schwerversehrter Mann. Es, das war meine Geduld und auch meine Ungeduld. Er musste viel husten wegen der Schluckstörung. Das hat mich nervös gemacht. Die aus den Mundwinkeln rinnende Spucke fand ich oft unappetitlich. Als er wieder ein bisschen selber essen konnte und sich ständig bekleckerte, habe ich auch gereizt reagiert. Wenn er dachte, pinkeln zu müssen und Angst hatte, zu spät Bescheid zu sagen und ich immer wieder aufspringen musste, um die Flasche zu holen, habe ich unwillig geächtzt. Ich soll mich hier also der Person stellen, die ich vermutlich war. Ich war nicht, wie ich hätte sein können, wenn man denn je ist, wie und wer man sein könnte. Er würde jetzt grinsen und sagen, schon großes Wollen ist groß. In einem seiner Romane schreibt Richard Flanagan, die Vergangenheit ist immer unvorhersehbar. The past is always unpredictable.
Und wenn sich Beschönigungs- oder Vertuschungsputten mit feisten Backen lächelnd ins Bild drängen, wenn die trügerische Erinnerung längst die aus mir gemacht hat, die ich gern gewesen wäre? Deckerinnerung hat Sigmund Freud den Vorgang genannt, wenn nebensächliche Erinnerungen die existenziellen an den Rand drängen, verdecken. Der Widerstand gegen die heiklen Momente, die bedrängenden Wahrheiten führt dann zu Erinnerungslücken und Fehlern. Und so sitze ich hier, schräg zusammengeknöpft wie ein falsch angezogener Regenmantel und warte auf die Courage zu lesen, was ich damals aufschrieb. Wie soll man über Krankheit reden, hat mal jemand gefragt und sich selbst geantwortet. Zu viel ist furchtbar, aber gar nicht wäre schlimmer. Wie eine Situation erzählen, wenn ein Mann in seinem Delirium die Lebensgefahr offenbar spürend 100-mal und noch viel öfter immer wieder und wieder sagt, nicht abbrechen, bitte nicht abbrechen, nicht abbrechen, kein Ende, kein Ende, kein Ende, bitte kein Ende. Wenn du stirbst, flüstere ich an seinem Bett, bringe ich dich um. Wenn ich das nächste Mal komme, sagt sein liebster Freund am Telefon, dann legen wir uns eine halbe Stunde auf den Teppich und ich halte dich fest. Wir legen uns eine halbe Stunde einfach nur auf den Teppich. Ich habe gedacht, ich lese dann auch noch eine kleine Passage aus der ersten Zeit in der Intensivstation. Da kann er noch sprechen, aber da geht sozusagen die Tragödie schon los. Du hast so ein schönes Lächeln, sagt er zu ihr. Wie lange braucht ein Lächeln um die Welt? Manchmal lachen wir in seinem Zimmer, weil er so witzig ist, so schräg, so selbst in seinem Wahn. Hier ist eine Intensivstation, mahnt uns eine freundliche Schwester. Was ist mit uns? Hat er uns eingefangen in seine Traumwelt? Lachen wir, die wir an seinem Bett sitzen, aus Angst, gegen die Angst? Gibt uns das Lachen Zuversicht? Es war ein seliges, wildes, ahnungsloses Lachen, hingegeben dem Moment. Auch damals wussten wir nicht, wie man es ja nie weiß, was nach dem Moment kommen würde. Patient muss erhört werden, ruft er. Und als man ruppig an ihm herumhantiert, bittet er um eine liebevolle Behandlung. Der Blutdruck schnellt in die Höhe. Er hat Herzrhythmusstörungen, ein Kardiologe wird hinzugezogen, er zappelt, das Fieber steigt, die Entzündungswerte im Blut tun es auch und keiner weiß offenbar, woher und warum. So geht es jetzt Tag für Tag und Nacht für Nacht. Manche Menschen können Krisen denken, können sie gedanklich durchdringen und erfassen. Aber was, wenn die Krise einen längst verschluckt hat und man in ihr nach Atem ringt? Sie kann kaum reflektieren, nur noch reagieren, keinen Abstand finden, keinen Kontext herstellen, sondern nur noch den fast täglichen Hiobsbotschaften hinterherhecheln, die Seele mitschleifen. Das war kein selbstbestimmtes Leben mehr. Die Krankheit hatte längst die Regie übernommen und sie spielt ihre Rolle oder jedenfalls eine Rolle und das ohne den Text zu kennen. In der achten Nacht, die sie unruhig zu Hause verbringt, träumt sie, dass sie vergessen hat, im Krankenhaus anzurufen und deswegen der Nachtarzt auf der Intensivstation seinen Herzsprung verschlafen hat. Einen Tag später ruft er plötzlich laut den Namen des behandelnden Arztes. Ob das wohl genau der Moment war, in dem passierte, was am nächsten Tag Gewissheit wird? Der zweite Infarkt? Ob er die Gefahr gespürt und nach dem einzigen Menschen gerufen hat, von dem er glaubte, Hilfe erwarten zu können? Hat sein Instinkt funktioniert und keiner hat es begriffen? Auch sie nicht. Auch sie hat nicht gemerkt, dass dies womöglich der gefährlichste Moment dieser Tage war. Sitzt sie denn blind und tump an seinem Bett, gewürgt von der Angst und nicht sensibilisiert durch sie? Gestern hat er noch ein paar Mal ihre Hand gedrückt. Heute keine Reaktion. Leblosigkeit. Da sitzt man neben dem Mann, der nur noch Körper zu sein scheint, redet, singt, streichelt und er ist irgendwo zwischen Schlaf und Ohnmacht, zwischen Koma und Tod. Man weiß nicht, ob man weinen, verstummen oder weglaufen soll und streichelt weiter, während der Schreck nicht mehr passt in den Körper, ihn zu zersprengen droht. Immer wieder wird er sie später fragen, warum hast du mich nicht sterben lassen? Ich hätte es doch gar nicht gemerkt. Aber es passiert etwas Eigenartiges oder ist es schlicht ein archaisches Wollen, das sich Bahn bricht? Sie will, dass er lebt. Je länger die Agonie, je größer die Gefahr, desto mehr will sie, dass er lebt. Desto weniger kann sie sich vorstellen, ihn zu verlieren. Desto mehr will sie die zweite Chance, ein Leben mit ihm. All die Pein, um dann zu sterben, das erscheint ihr inzwischen absurd. Der Wahnsinn der Schmerzen oder der zahlreichen Attacken muss doch bitte belohnt werden mit dem Leben.
Am 21. Tag in der Intensivstation stürzt der Blutdruck rapide von 60 auf 35, Zimmer 7 akut, ruft die Schwester. Wieder gelb und kleingesichtig liegt er in seinem Bett. Sehr verlassen sieht er aus, unerreichbar. Vielleicht hätte er in dem Moment friedlich sterben können, wenn nicht der medizinische Großapparat angeworfen wäre, auch angetrieben von ihr. Eine Freundin ist angereist, um bei ihr zu sein. Gestern, sagt die Freundin zu ihr, war er noch eher, heute nicht mehr. Und kotzt auf der Straße in den nächsten Abfalleimer. Ihr Mann ist vor wenigen Jahren gestorben. Sie suchen nach einem Café. Wollen Sie wirklich Kaffee trinken oder einfach nur fliehen, Luft atmen, Menschen sehen, Leben sehen? Dabei empfindet sie Lebendigkeit gerade als reinste Zumutung. Zärtliche Paare sind ihr unangenehm, Lachende findet sie fast obszön. Es ist ein Frühlingstag, einer dieser Tage mit der unentrinnbar dahergewehten Fröhlichkeit. Bald würde es grün sein und warm. Und man könnte aus den Wohnungen kriechen, auf der Straße schlendern, sich räkeln in linder Luft. Man würde Fremden zulächeln, sich einen Platz auf einer Terrasse suchen, womöglich mit dem Kellner und der Frau an der Kuchentheke leichte, hüpfende Worte wechseln. Sie staunt, ob all der Möglichkeiten, die nichts zu tun haben mit ihr. Denn dort in dem groben Hausklotz, kann man schon gar nicht aussprechen, hinter ihr liegt er. In seinem luftlosen Zimmer, leblos, blass. Der Mann, um den sie kämpft, von dem sie nun nicht mehr will, dass er stirbt. Und hatte sich doch früher seinen Tod schon mehrfach ausgemalt als Lösung aller ehelicher Wirren, tragischer Verkehrsunfall statt zickiger Scheidung. Aber jetzt soll, jetzt muss er leben. Kennen wir dieses Festhalten wollen nicht von Kindesbeinen an? Ein Spielzeug liegt in der Ecke und interessiert einen nicht, bis ein anderes Kind es will und man es ihm wütend aus der Hand zerrt und schreit, das ist meins. Und wenn, wie jetzt, das andere Kind der Tod ist, der mein Spielzeug will, greife ich zu, halte es fest und brülle. Es gibt das erste Gespräch mit ihm, das heißt, es gibt natürlich kein Gespräch, weil er ja nicht damit dann schon nicht sprechen konnte, das meine Tochter mit ihm geführt hat. Und da heißt es an einer Stelle, hast du Angst, keine Reaktion, sonst hat er gedrückt, bist du unruhig, Druck. Ich jubiliere, wenn jemand mit einem kranken Kopf Angst und Unruhe unterscheiden kann, funktioniert doch sein Hirn. Oder hat er Angst nicht verstanden? Irgendwann versucht er zu sprechen und es ist ein unverständliches Gurgeln. Da liegt er und will mir etwas sagen und kann es nicht. Und ist auch noch an Hand und Fuß angebunden, er tobt, verdreht die Augen. Der Blutdruck schießt auf über 270, ich werde panisch und will nur noch weg, fliehen, raus. Immer wieder reißt er die Augen auf, als sehe er ein Schrecken sitzen in der Luft über sich. Bleibt er verwirrt, frage ich. Der Arzt zuckt mit den Schultern. Ich stelle mir seinen Kopf ein wenig vor wie einen Wackelkontakt, sagt meine Schwester. Mal funktioniert's prima und dann liegt ein Drähtchen wieder quer. Oft bin ich zu ausgeleert, zu kraftlos und betäubt für eine sich aufbäumende Verzweiflung. Nur in dem Zustand traue ich mich, nach Hause zu gehen. Nur dann kann ich ins Bett fallen und hoffen zu schlafen. Die Ärzte werden einsilbiger. Und dann, sagt eine Freundin am Telefon, gehen sie dir aus dem Weg. Ja, vielen Dank, Gabriele. Man hat an diesem Text schon gemerkt, wie unendlich viele Gespräche man darüber führen könnte, wie viele wirklich hoch aufgeladene Themen darin stecken, die Verantwortung für jemand anderen, was ist eigentlich schwerer, helfen oder lassen. Es kommt, glaube ich, auch immer wieder mal diese Situation, dass er sagt, lass mich doch mal traurig sein, lass mich sterben. Aber auf der anderen Seite die Verantwortung für die medizinischen Entscheidungen, das Ausgeliefertsein den Ärzten, die Unsicherheit, die eigene Angst, die unglaublich große Angst. Ich weiß ohnehin, dass wir nicht über alles reden können. Ich komme deswegen jetzt auf eine ganz andere Frage, nämlich die der literarischen Mittel. Das Herangehen versuchst oder leistest du ja über sehr verschiedene Formen auch in dem Buch. Also es gibt Tagebuchauszüge, es gibt Monologe, es gibt Dialoge, es gibt Protokolle, es gibt Essays, würde ich fast sagen, kleine Essays im Buch. Es macht es auch so ungeheuer spannend.
Und ein Kontinuum ist, dass du mal ich schreibst, aber auch mal schreibst sie. Das haben wir auch gerade schon gehört. Was, wann, warum und dann gibt's noch plötzlich die Distanzierung und auch die Briefform, genau. Das ich und sie ist wirklich automatisch entstanden. Ich habe das erst gar nicht gemerkt. Und ich habe erst beim Wiederlesen gemerkt, dass ich mal ich sage und mal sie. Und dachte, das ist ja interessant. Das heißt also, in dem Moment, in dem es mir zu heikel wird, fliehe ich in die dritte Person. Und fand das dann aber eine interessante Form und habe das dann ganz bewusst beibehalten. Und weil ich dachte, das zeigt auch nochmal, wie schwierig es ist, an dieses Thema heranzugehen, wenn man wechselt zwischen ich und sie. Und manchmal ist der Wechsel ja auch sehr abrupt. Ich weiß auch gar nicht, ob er immer logisch ist, aber er war emotional offenbar wichtig. Und hat mir selber, wie gesagt, geholfen, auch an Themen heranzugehen, vor denen ich sonst vielleicht Angst gehabt hätte. Es wirkt ja auf der einen Seite so ein bisschen wie Selbstschutz, aber es wirkt auch dadurch so, dass die beiden Personen plötzlich nicht mehr nur die beiden konkreten Personen sind, sondern fast literarische Figuren werden, die man sich vielleicht auch als Leser noch mehr annähern kann. Das war ja sowieso die Idee. Deswegen ist zum Beispiel der Name meines Mannes taucht ja nie auf in dem ganzen Buch. Und was viele irgendwie gar nicht verstehen und gar nicht begreifen können. Aber es geht natürlich um ihn und um mich. Es geht um uns. Aber letztlich geht es auch nicht um uns, sondern es geht um die Situation. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich wollte die Situation beschreiben. Ich wollte zeigen, was es bedeutet, in einer solchen Krankheit gemeinsam gefangen zu sein und wie man damit umgeht. Und weil ich das so wahnsinnig interessant finde, ich finde es auch interessant, was wir erlebt haben, aber ich glaube eben auch, dass viele Ähnliches erleben. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu wenig über Krankheit leben, obwohl es so unendlich viele Kranke gibt. Also vielleicht ändert sich das jetzt ein bisschen nach der Pandemie, aber wir sind ja sehr ungeübt darin, über Krankheit zu reden. Und das fand ich eigentlich noch das wichtigere Thema als diese beiden Personen. Wir sind ja noch in etwas anderem ungeübt und das ist darin, und auch das ist Thema dieses Buches, sich Hilfe zu suchen. Also in unserer Gesellschaft ist die Betreuung kranker Menschen in der übergroßen Zahl die Sache der Ehefrauen, der Frauen generell, jedenfalls eine Privatangelegenheit. Und es gibt eine große Scheu zu sagen, hilf mir, kannst du was übernehmen? Erst recht bei intimen Fragen. Man versucht eigentlich nicht ohne weiteres Freunde einzuspannen. Warum ist es eigentlich so? Und ist das auch vielleicht eine Absicht gewesen, zu zeigen, doch, man kann das, denn du hast es ja dann... Ja, das erzähle ich gleich. Ich wollte nur sagen, dass das tatsächlich auch bei Leuten, jetzt merke ich, also Menschen, die das lesen und in ähnlicher Situation sind, die sagen, oh, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Also ich glaube, du spielst an auf die Vorleser. Hilfe zu holen ist nicht mein Hobby gewesen. Also ich war auch eher so die starke, unabhängige Person, die alles selber macht. Das konnte ich aber nur nicht mehr. Das ging nicht. Also ich habe mir natürlich, das habe ich vorhin gesagt, da wir das Geld hatten, er fantastisch versichert war, konnten wir uns die Pflegerin leisten. Also das war die professionelle Hilfe, die wir uns geholt haben und die unglaublich wichtig war, weil ich hätte das körperlich gar nicht geschafft, das alles allein zu machen. Und das andere war, man braucht emotionale Hilfe. Man braucht ja Kraftquellen und seine Kraftquellen sucht man sich in verschiedenen Bereichen. Also entweder man setzt sich mal irgendwo alleine eine halbe Stunde hin und schaut die Leute auf dem Platz an und trinkt seinen Kaffee dabei. Oder man liest ein Buch, das einem gerade sehr gut tut. Trost des Lesens hat auch eine große Rolle gespielt. Aber es waren dann die Vorleser. Und das hat eine Schwester im Krankenhaus, sagte eines Tages, lesen Sie Ihrem Mann doch mal vor, damit der Kopf angeregt wird. Weil wir wussten ja nicht, ob der Kopf überhaupt funktioniert. Das war wochenlang, waren wir uns ja nicht sicher, ob das so wäre oder nicht. Wäre. Und dann kamen die ersten Freunde schon in die Reha-Klinik und brachten den Spiegel mit und lasen ihm vor. Und für die Freunde war es wunderbar, weil sie gesagt haben, ach, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Weil man konnte ja nicht reden mit ihm und sie mussten ja erstmal verkraften, überhaupt diesen zerbrochenen Mann zu sehen und zu ertragen und neben ihm zu sitzen. Das war ja auch eine große Herausforderung. Und dann haben sie vorgelesen und dann, als wir dann zu Hause waren, habe ich gedacht, das ist ja wunderbar, das setzen wir fort. Und ich hatte nachher einen Pool von 17 Vorlesern,
Also es war fast jeden Tag jemand da, der vorgelesen hat. Und sie haben gelesen vom Spiegel über den Tagesspiegel bis zu Albert Vigeleis Thelen. Das war sein Lieblingsroman. Tausendseitig hat er sich dreimal vorlesen lassen. Und es gibt die wunderbarsten Anekdoten, die da entstanden sind. Und ich habe einmal im Jahr alle Vorleser zusammen zum Essen eingeladen, um irgendwie zu versuchen, auch eine kleine Gemeinschaft herzustellen. Und das Tolle war, fand ich immer, was diese Menschen auch ausgehalten haben. Das Vorlesen ist ja was Schönes, aber wenn jemand da sitzt und so wahnsinnig gerne mit einem reden möchte und man es nicht versteht, das muss man auch erstmal verkraften selber. Und trotzdem sind alle immer wieder gekommen. Manche sind, wie sie mir dann erzählt haben, sehr traurig nach Hause gegangen, weil sie gesagt haben, ach, und wir haben früher so diskutiert und geredet und das war so wunderbar. Ging halt alles nicht mehr. Aber sie haben eine Wärme ins Haus gebracht und eine Lebendigkeit ins Haus gebracht, die hätte ich alleine natürlich gar nicht herstellen können. Das waren großartige Menschen, sind großartige Menschen. Aber es ist ja noch mehr, es ist ja die Widersprüchlichkeit, dass sie auch nicht nur die Traurigkeit mit rausgenommen haben, sondern auch das Gefühl, einer neu gegründeten Gemeinschaft anzugehören und ihm helfen, auch in ihrem eigenen Leben einen neuen Sinn und auch ein Wachsen sozusagen zu erleben. Das finde ich mit so ermutigend an dem Buch, wie überhaupt viele ermutigende Dinge darin stehen. Das Stichwort Trost ist gerade schon gefallen. Du beschreibst, wie du Schönheit in die Wohnung bringst. Ganz, wie heißt es, das große Trotzdem. Also es ist eine schwierige Situation, aber man muss gegenhalten. Du baust eine ganze neue Wohnung. Du lädst Leute zu Lesungen ein und ja, Geld hilft, aber auch in kleinen Wohnungen kann man kleine Gemeinschaftserlebnisse schaffen um den Kranken herum. Aber dann muss man einen Kranken haben, der bereit ist, sich zu zeigen in all seiner Versehrtheit. Und viele wollen das nicht. Viele wollen ja absolut sich zurückziehen in eine Trutzburg und sagen, ich möchte so in Erinnerung bleiben, wie ich einmal gewesen bin. Und das hat er nie gemacht. Er war ja bewundernswert in der Beziehung. Also er hat gesagt, ich will Menschen um mich haben. Ich will Menschen. Und das habe ich dann versucht herzustellen. Und wie gesagt, das kannst du auch versuchen, in der kleinen Wohnung herzustellen. In der großen ist es leichter, weil dann kannst du auch, wie gesagt, alle Vorleser zum Essen einladen. Aber das war unglaublich wichtig. Also die Voraussetzung, dass er sich gezeigt hat. Würdest du sagen, also dass das rein eine Persönlichkeitsfrage ist, also individuell? Oder ist dieses, dass viele Menschen sich auch nicht zeigen wollen, auch eine gesellschaftlich, sage ich mal, Vereinbarung. Wer krank ist, soll bitte hier nicht mehr so vorkommen. Und in dem Sinne ist dein Buch vielleicht auch ein politisches Buch, ein gesellschaftspolitisches Buch? Also ich denke, es stimmt beides. Es ist eine individuelle Entscheidung, aber es hat diese individuelle Entscheidung, ist natürlich eingebettet in das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wir sind nicht geübt, mit Krankheit umzugehen. Also auch mir haben ja Leute gesagt, also komm, du siehst ja wirklich schrecklich aus und so elend und du gibst ihn jetzt in ein Heim und dann besuchst du ihn jeden Tag und dann ist alles gut. Und ich habe immer gesagt, solange ich mir leisten kann, Hilfe zu holen und kannst du mich in die Klapsmühle stecken, wenn er ins Heim geht. Ich hätte es nicht geschafft. Also, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, ich konnte mir Hilfe holen. Wenn ich das nicht gekonnt hätte, dann wäre ich irgendwann zusammengekracht. Ich hätte es ja nicht alleine geschafft. Dann wäre Heim einfach die einzige Option gewesen. Aber unter diesen Umständen war es für mich nie eine Option. Und ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es hat tatsächlich auch mit der gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun, dass wir Krankheit und Tod wird ja eher ausgegliedert. Also das wird nicht ins Leben hineingeholt. Deswegen hatten auch viele Schwierigkeiten, mit ihm umzugehen oder überhaupt ihn zu sehen und zu ihm zu kommen. Also es gab diese wunderbaren Vorleser, aber es gab auch andere, die einfach weggeblieben sind. Waren sie nun ungeübt, daran mit Kranken umzugehen oder wollten sie es einfach nicht? Wir können ja auch im Positiven annehmen, dass sie sich den Schmerz nicht zufügen wollten, den es bedeutet, wie ich ja schon gesagt habe, einen Menschen, den man vorher gekannt hat, wie er war und jetzt so elend vegetierend da vor sich sitzen sieht. Und es war natürlich, es ist immer die Angst, oh, Schwäche, wie gehe ich mit Schwäche um? Schwäche ist ja auch in unserer irgendwie super Ego-Toll-Gesellschaft auch nicht gerade ein beliebtes Thema.
Das konnten viele nicht aushalten. Ich habe einiges verstanden und einiges auch nicht. Jedenfalls habe ich gedacht, man hätte sich jedenfalls probieren können. Und es gab eben auch Leute, und das hast du vorhin angesprochen, die es probiert haben und die dann festgestellt haben, das ist ja wie eine Befreiung, die sich auch nicht getraut haben, zu ihm zu kommen, die auf der Straße auf die andere Straßenseite gegangen sind. Und irgendwann, wenn es sich dann ergab und wir uns auf der Straße getroffen haben und er dabei war und wir irgendwie zusammen einen Kaffee getrunken haben, sprich ich ihn gefüttert und übersetzt und so, und sie auf einmal, die eine Frau, an die ich jetzt gerade denke, auf einmal so das Gefühl hatte, ach, das geht ja. Und dann kam sie auch zum Vorlesen und hat gesagt, das war gut für mich. Ja, wie gesagt, und es ist eine Art von Gemeinschaft entstanden, die vielleicht auch die große Einsamkeit ein bisschen auflösen kann, nicht nur für dich, sondern auch für andere, die diese Erfahrungen machen, die ja nicht nur der Kranke hat. Also das Wort Einsamkeit fällt natürlich in Bezug auf den kranken Mann, aber auch derjenige, der sein Leben ja aufgibt in großen Teilen, hat Einsamkeitsgefühle. Hat dir das geholfen auch, oder? Naja, ich habe ja schon gesagt, das ist, was diese Vorleser und auch andere, die dann gekommen sind, es hat Lebendigkeit ins Haus gebracht und das braucht man. Wenn man immer nur zu zweit da sitzt, also diese ewigen Abendessen, es waren 10 Jahre, es ist ja eine lange Zeit. Und diese Abendessen, die gemeinsamen, wo ich ihn ja gefüttert habe und er dann also gar nicht mehr reden konnte und irgendwie selbst auch gegessen. Aber es ist ja kein normales Abendessen, wenn man nicht miteinander reden kann. Und das drückt mich jetzt noch, wenn ich daran denke. Das sind einfach unglaubliche Erfahrungen gewesen. Und da war es dann toll, dass zum Beispiel Vorleser dann oft nach dem Vorlesen auch ich dann gesagt habe, bleib doch zum Essen. Oder vorher verabredet hatte, magst du zum Essen bleiben. Und das war schön. Hat geholfen. Die Zeit rennt uns davon. Deswegen die große Bitte, noch ein bisschen weiter vorzulesen aus dem Buch. Du sagst selber was als nächstes. Ja, ich springe jetzt eigentlich das ganze Buch hinweg. Wie gesagt, Christiane hat ja schon gesagt, es gibt viele, viele, viele Themen, die noch besprochen werden in diesem Buch. Unter anderem das Wohnen. Ich bin nämlich wohnsüchtig und deswegen habe ich auch sehr viel über das Wohnen geschrieben und über das Bauen der Wohnung, in der wir dann gelebt haben. Und fand das eine auch wieder Herausforderung, wie man baut für eine Krankheit. Und wie man lebt in einer Wohnung, die einen bergen muss, weil man so besonders bedürftig ist. Also das ist auch nochmal, wie gesagt. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Kapitel. Also auch wie Wirklichkeit und Wahrnehmung auseinanderklaffen und so weiter und so fort. Auch gibt es ein Kapitel über sein Sterben. Und dann bin ich jetzt aber schon in dem letzten Kapitel des Alleinseins. Und wie ich umgehe mit Trauer. Als er noch lebte, wusste ich, warum ich lebte. Ich musste über den Sinn nicht nachdenken, weil ich eine unabweisbare Aufgabe hatte. Jetzt habe ich weder ihn, noch habe ich mich. Ausgerechnet in dem Moment, in dem es kein Wir mehr gibt, verschwindet auch das Ich. Man ist nicht länger, wer man war und ist doch nicht, wer man sein könnte, vielleicht sein wird. Man ist nicht und weiß nicht, wie man sein kann ohne Wir und ohne Ich. Der Boden unter den Füßen schwankt, kein Fundament, auf dem man solide stehen und kein fliegender Teppich, auf den man sich schwingen und davonfliegen könnte. Ein neues Ich muss gefunden und das Ich-Sein geübt werden. Wenn Menschen sagen, sie hätten das arme Tier, dann ist das Tier nicht arm, sondern unersättlich. Es schlingt unsere Lebendigkeit in sich hinein. Die muss man sich zurückholen. Trauer ist Arbeit. Trauer ist Gefühlsverwirrung. Wie erfindet man ein neues Ich? Wie lebt man? Wie gestaltet man es? Der Tod ist ein Schock, sagen Neurologen, der den Hirnstamm, das limbische System und den Neokortex angreift. Daher reagieren viele mit Verdrängung oder mit Aggression, was ein urzeitlicher Verteidigungsmechanismus gegen die Erschütterung sei. Manche erstarren, werden zu Marionetten, die Trauer tragen, gelähmt, gefangen. Manchmal laufe auch ich wie eine aufgezogene Marschierpuppe durch die Tage. Akkurat, organisiert, effizient. Tasche, Brille, Einkaufsliste, alles an seinem Platz, Termine im Kopf, der Tag getaktet. Ich funktioniere. Aber ich bin nicht in der, die da funktioniert. Oft bin ich brüsk, unwillig, mag keine Menschen um mich, weil zu viele Rollenwechsel zu viel Kraft kosten.
dann belle ich wie ein Straßenköter. Als ich die Rollstuhlrampen in der Wohnung abbauen lasse, fühlt sich das an wie Verrat. Als hinderte ich ihn nun endgültig daran, mit mir zu sein. Als sperrte ich ihn aus, markierte mein Terrain wie ein Hund, um den Toten zu vertreiben. Ich bin unruhig, unsicher und habe das Gefühl, noch gar nicht angekommen zu sein in der Trauer, als müsse man erst hineinwachsen in sie, als sei sie noch zu groß und schlottere um einen herum wie ein zu weites Kleid. Und tatsächlich kommt erst nach langer Zeit, wenn man aus der Ohnmacht des Schreckens erwacht, der wirkliche, der tiefe Schmerz. Erst dann begreift man, was es bedeutet, jemanden verloren zu haben, verloren zu sein. Erst dann lichtet sich der Nebel, der den Blick und die Gefühle zuvor trüb verschleiert hat. Erst dann werden die Konturen sichtbar und man sieht sich in kühler Klarheit als Person in Frage gestellt. Erst dann beginnen die Nerven ganz tief zu beben. Aber auch erst dann kann man die Zärtlichkeit in der Trauer empfinden, den Lebenswillen des Schmerzes. Wein doch nicht, sagen viele begütigend, wenn sie nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit meinen Tränen. Sie erwarten zu ihrer Beruhigung meine Kontenance. Ich aber will den Schmerz, will seine Lebendigkeit und meine Empfindlichkeit, will verletzlich bleiben, stark und zart. Auf keinen Fall möchte ich ihn dämpfen und stumpf erstarren. Conny Palmen spricht von der Sinnlichkeit des Kummers. Nach all der Angst und all den Bedrängnissen der letzten Jahre sind nun Schmerz und Traurigkeit verlockend sanfte, weiche Gefühle, sind schöne, wachsame Verunsicherung. Ich hoffe, steht in meinem Tagebuch, im Schmerz eine innere Ruhe zu finden. Ist das der gläserne Kern der Trauer? Eine Nachbarin hat mir einmal erzählt, dass sie manchmal Menschen auf der Straße nachgehe und ihren Gang nachmache. Dann ahne ich, sagt sie, wie sie sich fühlen, die kleinen, stampfenden Männer, die energischen Frauen mit den schwingenden Röcken und die Mädchen im Minikleid mit den Fuck-Me-Shoes an ihren jungen Füßen. Ich habe mich nicht getraut, die Nachbarin zu bitten, doch mal in meinen Gang zu fallen und mir zu sagen, wie ich mich fühle. Ich versuche, mich selbst zu beobachten. Immer noch diese Unruhe, die Ohren, in denen es tost, der Kopf, in dem eine Waschmaschine schweres Wasser wälzt, die müden Glieder, die sich widerstrebend durch den Tag schleppen lassen. Manchmal schlurft diese Frau mit dem unbestimmten Ich jetzt durch die Straßen und schaut beim Gehen nach unten wie ein Kind, das denkt, wenn es die anderen nicht sieht, wird es auch selbst nicht gesehen. Als ob sie jetzt schon verschwinden wolle im Getöse des Lebens der anderen. Dann erinnert sie sich an die alten Frauen auf dem südfranzösischen Markt, wie sie geschmeidig schlendern, wie sie dort selbstverständlich gehen in ihren eigenen Körpern. Sie sind geschminkt, beringt, tragen laute Farben, wilden Schmuck, luftige Blusen, welke Arme nur von einem Hauch von Stoff bedeckt. Frauen, die gewiss die Nähe des Todes kennen und sich ihm in höchst lebendiger Pracht präsentieren. Sie staunt und denkt neu nach über ein Ich für sich. In der Nacht sind es nicht die sirrend attackierenden Mücken, die den Schlaf vertrieben haben. Wütend hat sie sich jedes Mal ins Gesicht geschlagen, wenn einer der kleinen Blutsauger sich auf der Wange der Braue niedergelassen hat. Nach der Mücke kommen die rattengrauen Gedanken, kommen die gänzlich nutzlosen Fragen, was wäre gewesen, wenn? Dann wandert der Schlaf ohne sie in die Nacht. Es ist ja nicht nur ihre Traurigkeit über seinen Tod, sondern auch seine Traurigkeit über sein Leben mit der Krankheit und auch das Weh über all die verpassten Jahre davor. Denn nicht immer gelingt es, sich einzunisten im guten Schmerz der Traurigkeit, weil so viele ungute Erinnerungen an ungute Zeiten auftauchen, weil sie wütend ist auf ihn, weil er war, wie er war, und wütend, weil er jetzt nicht mehr ist. Seien Sie freundlich mit sich, sagen Hirnforscher, dann produziert das Gehirn Dopamin und Serotonin und sie fühlen sich besser. Darf man auch freundlich sein zum Selbstmitleid? Um ihn zu trauern, heißt ja auch mein Alleinsein zu beklagen. Ich habe noch nie allein gelebt, in meinem ganzen langen Leben noch nicht. Warum ist Selbstmitleid ein gesellschaftliches Tabu, das man so gern mit leichter Verachtung konstatiert? Ich will es, ich brauche es, ich bestehe darauf, ich werde es lernen, Mitleid mit mir selbst zu haben. Mitgefühl für sich, Zärtlichkeit. Sind das die aufgetauten Gestalten aus dem Gefrierfach, die nun auch mal geschmeidig tanzen wollen? Das Gefühlseis schmilzt,
statt Geschmeidigkeit zwei Bandscheibenvorfälle, ein eingeklemmter Nerv. Jetzt musst du dich durchbeißen, sagt ein Freund, wie man so sagt, wenn das Leben trocken wird und hart wie altes Brot. Ich hätte es lieber saftig. Ich glaube, es war Janet Frame, die einmal gesagt hat, vergangene Zeit sei keine verschwundene Zeit, sondern angesammelte. Wenn die Vergangenheit weiter in mir weht, dann tun es auch die ehemaligen Spielarten meines Ich und begleiten mich durch den Tag. Das zarte, kranke Kind, die verstörte junge Frau, die verunsicherte Mutter, die Frau mit Männerlust und Arbeitswut und auch die, die ich 10 Jahre lang war, die Frau an seiner Krankenseite. Wenn ich sie alle in mir habe, spüre ich ein Gedrängel, also bitte ich sie zur Ruhe, damit ich mit jeder einzeln reden kann. Ich glaube, das wird ein sehr langes Gespräch. Vielleicht liegen wir dann ja versöhnt auf dem Totenbett und können uns lächelnd verabschieden von dem Leben, das wir gemeinsam ertragen, begehrt, gefeiert und vollendet haben. Seit Wochen laufe ich an dem Schaufenster einer Galerie vorbei, in dem Barbie-Puppen in einen Mixer gestopft sind. Eine Drehung am Knopf und sie wären alle zerfetzt. Finger, Füße, Teile von Armen und Beinen spritzten durch den Behälter. Seit Wochen finde ich diese Installation obszön. Morgen werde ich hineingehen und nach dem Sinn des Kunstwerks fragen. Warum erst morgen? Als ob die Zerbrechlichkeit des Lebens nicht jeden Tag wohnte in mir. Wir brauchen Geschichten, um zu leben. Wir brauchen Geschichten, um das Leben zu verstehen. Erzähl es, hast du gesagt. Und so habe ich aufgeschrieben, was das trügerische Gedächtnis mir zugespielt hat. Auf dem Feld zwischen Wahrheit und Dichtung können viele Bälle hin und her geworfen werden. Es geht nicht ums Zielen. Es gibt kein Tor, in das ich Sätze schießen und Hurra schreien könnte. Ob alles so war, liebste Freundin, wie ich es dir erzählte? Die Frage kann ich nur mit Karl Ove Knausgård beantworten. Es war vielleicht nicht wahr, was ich geschrieben habe, aber es war ehrlich. Wir haben das Große trotzdem gelebt, es jedenfalls versucht. In all seiner Schärfe und Zartheit, in all seinen Irrungen, all seiner Heiterkeit. Manchmal fühlten wir uns vom Leben ausgetrickst, sonst wäre es ja kein Großes trotzdem gewesen. PS, das muss ich dir noch erzählen. Letzte Nacht habe ich geträumt, ich sei ein Geburtstagskuchen in G-Dur. Und als am Morgen die Amsel kam, um auf dem Balkon, auf dem ich saß, mit meinem Tee Wasser aus der flachen Schale zu trinken, die ich ihr und den anderen hingestellt hatte, habe ich ihr ein Lied vorgesungen. Und dann noch eins. Sie war offensichtlich verblüfft, vielleicht sogar konsterniert. Geantwortet hat sie jedenfalls nicht. Ein synästhetischer Schluss, Geburtstagskuchen in D-Dur. Das habe ich wirklich geträumt. Es war ein Geburtstagskuchen in G-Dur. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam, aber es war irgendwie, tja, das war ich halt. Schöne Vorstellung. Synästhetisch, also genau. Alle Sinne gleichzeitig. Und das fasst wirklich auch ganz viel von diesem Buch zusammen, weil alles gedacht ist und gleichzeitig gefühlt und wahrgenommen. Vielleicht eine allerletzte Frage. Es gibt ja dieses, wie ich finde, grauenhafte Wort von der Trauerarbeit. Es klingt so protestantisch, aber sicher ist richtig, dass Trauer nicht einfach passiert und dass man sich auch da für sie entscheidet. Vielleicht so ein bisschen so wie für die Liebe, für die neue Chance. War das Schreiben dieses Buches für dich ein Teil des Trauerprozesses oder konntest du es erst nach der Trauer, die nie aufhört, aber die trotzdem das Leben wieder ermöglicht, konntest du es erst danach schreiben? Ja, eindeutig. Ich habe es ja vorher probiert. Ich habe irgendwann mal so vielleicht 2 Jahre oder so nach seinem Tod angefangen zu schreiben und es ging nicht. Es war mir alles noch viel zu nah und ich war noch zu sehr drin in diesen 10 Jahren, und hatte noch nichts für mich irgendwie begriffen, geordnet. Ich war noch zu durcheinander. Und ich wollte nicht ein Buch schreiben, das diesen Prozess des Durcheinanderseins sozusagen verfolgt. Weil das wollte ich erst mit mir ausmachen und wollte erst meine Therapie machen und dann das Buch schreiben. Und deswegen habe ich es dann jahrelang wieder liegen lassen und dann irgendwann wieder angefangen. Weil es plötzlich so eine Dringlichkeit bekam. Weil ein so existenzielles Erlebnis, wenn man schreibt, will man dann
also ich jedenfalls, wollte es dann auch aufschreiben, nicht wissend, ob es wirklich jemals ein Buch wird. Das habe ich lange nicht gewusst und habe trotzdem weitergeschrieben und habe es auch kaum jemandem erzählt, weil ich, wie gesagt, so unsicher war, was nun daraus wirklich werden könnte. Und nein, das hat auch irgendjemand hat nach dem, also jemand, mit dem ich erzählt hatte, ich hätte irgendwie das Buch jetzt geschrieben und ging es in die Welt, hat gesagt, geht es dir jetzt besser? Und ich glaube, dass es musste mir vorher besser gehen, um es dann schreiben zu können. Das ist, glaube ich, genau der Weg gewesen. Die allerletzte Frage, wie sind die Reaktionen? Wir haben schon darüber gesprochen, dass vielleicht nicht ganz genau so, aber doch ähnliche Erfahrungen sehr viele Menschen machen mit ihren Ehepartnern, aber auch mit Eltern, mit Müttern, mit nahen Freunden. Also es gibt wunderbare Reaktionen. Ich erzähle nur mal zwei, die mich ganz besonders berührt haben. Eine gerade gestern Abend, die gesagt hat, dass wirklich dieses Buch hätte ihr so unglaublich geholfen. Unter anderem auch, weil ich, worüber wir gar nicht geredet haben, ich erzähle ja sehr viel von meiner Angst in diesem Buch und sage irgendwann auch den Satz, im Kern bin ich eine Angstfrau. Und diese Frau gestern Abend hat gesagt, oh, wenn eine Frau wie Sie sagt, Sie sind eine Angstfrau, dann schäme ich mich meiner Angst nicht mehr. Das fand ich ganz toll. Und sehr schön auch ein Mann, den ich gar nicht gut kenne, der geschrieben hat, dieses Buch habe es für ihn möglich gemacht, an eigenen, verborgenen, eingekerkerten, gekellerten Kummer wieder heranzukommen. Und er die Kraft gefunden hat, diesen Kummer, dieses Leid, was eigentlich längst vergangen war, wieder nach oben zu holen und jetzt anzuschauen und vielleicht besser zu leben damit. Und das waren zwei Reaktionen. Ich habe ganz viele sehr, sehr schöne Briefe bekommen. Und viele eben auch, die gesagt haben, es sei für sie ein Buch, das zwar geht über Krankheit und Tod, aber es sei so lebensvoll. Und das habe sie so getröstet. Und das hätte ihnen geholfen, auch eigene Kräfte zu mobilisieren, entweder weil sie in ähnlichen Situationen sind oder man weiß ja nie, wann so etwas einem begegnet, wie du am Anfang gesagt hast, irgendwann werden wir vielleicht alle konfrontiert auf die eine oder andere Weise. Und das ist schön, das ist ein schönes Gefühl. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass es ein sehr schönes Gefühl ist, in dieser Art und Weise ins Gespräch auch zu kommen, was wir leider hier heute Abend nicht machen können, dank Corona. Denn ich habe ja hier das Privileg, Fragen stellen zu können. Viele von denen, die hier zugeschaut und zugehört haben, würden das ganz bestimmt auch tun. Und ich finde es sicher so schade und du noch viel mehr, dass wir das jetzt nicht hier erweitern können, sondern dass wir leider uns verabschieden müssen. Wir haben ganz, ganz viele Dinge nicht ansprechen können, die in dem Buch vorkommen. Aber dann würde es ja auch am Schluss keiner mehr lesen wollen. Und das kann ich wiederum nur jedem empfehlen, sich dieses wunderbare Buch, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, anzuschauen und über das Sterben, über das Leiden, aber unglaublich viel über das Leben und nicht nur über Angst, sondern auch über Mut, denn Gabriele ist auch eine Mutfrau, auch das kommt drin vor, über all das zu erfahren. Und dazu ermuntere ich und wünsche allen, Freude ist das falsche Wort, Wachstum durch dieses Buch. Und damit sage ich jetzt einfach auf Wiederschauen und vielen Dank allen, natürlich dir allen voran, allen, die zugeschaut haben, den Geistesblütenfreunden und dem Rowohlt Verlag. Und auf Wiederschauen. Danke, Christiane. Vielen Dank für die schönen Fragen.